Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Schweizland hier in Schweizland direkt live aus der Kommandozentrale. Ich bin nicht alleine. Normedic ist auch dabei. Hallöchen. Und natürlich Hazelbrugger. Was? Nein. Pfui. Ach so, ja, Entschuldigung. Grüezi, Hazelbrugger ist auch dabei. Sag mal, wie war das für dich bei LOL dabei zu sein? Wie war das? Lustig. Lustig? War das gut? Ich habe gelacht ohne laut. Sorry, das war ein echt schlechter Witz. Boah, Alter, uff. Gut, das war's dann mit Hazelbrugger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen wir zum nächsten Gast. Sido! Nee, also. Mein Block, nicht was? Das ist mein Block. Dein Block? Passt zu Minecraft. Eisen. Sido, mein Block. Ach, lol. Oh, kennst du das? Ach, das ist echt schade, dass du so begriffsstutzig bist. Mein Haus hat Glas. Ich bin begriffsstutzig. Ich habe hier ein Problem. Es hat ein Loch ich hab vor grad, meinem Haus. Ich habe gerade auch ein Problem mit dir irgendwie. Begriffsstutzig? Ich glaube, ich komme mal rum. Oh. Ey, nicht! Hör auf, wir haben vier Herzen. Dann nimm Erde und mach's zu. Winnie Pooh. Komm. Pui-Puh, was? Pui-Puh. Willst du dir mal mein Haus anschauen schon mal? Ah, Mann, das warum bricht es bei Dominik dauernd ab, wenn er redet? Keine Ahnung, bei ihm ist ja immer irgendwie komisch. Ey, bei mir bricht gar nichts ab. Danke, okay, gut. Also, dann haben wir das Problem jetzt auch gefixt. Danke, Schnana, für die Unterbringung. Aber Dominik hat gesagt, da bricht nichts ab. Deswegen hörst du das jetzt bitte nicht mehr, okay? Ja, Alter, bau doch gerade eine Base. Wo sind wir hier? Hä, das ist ein Haus. Oder was? Ja, scheiße, Alter. Klar bist du hier. Oh! Oh mein Gott, was ist da gefallen? Ja, und dann kann man hier noch hoch, guck. Der hat einfach eine scheiß Treppe hier. Was soll die Scheiße? Weißt du, was cool hier wäre? Dachterrasse. Ein Creeper hier oben. Oh! Der hat mich runtergeschubst. Geh jetzt wieder zu dir. Tschüss. Zu mir? Oh, ich habe ein Blümchen gesehen. Ja, zu dir. Ein Blümchen? Autsch. Ja. Was für ein Blümchen? Ein rotes. Oh, ein Gänseblümchen, weil die auch rot sind. Ja. Cool. Rote Gänseblümchen, wer kennt sie nicht? Oh, jetzt ein gelbes. Oh, süß. Schnana schreibt, das ist für eure Verhältnisse ein kleines Haus. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich noch eine echt kleine Bude. Oh Mann. Ich habe einfach so ein Loch. Jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Niemand der Zuschauer will das wissen, was du da unten hast. Ich kann nichts dafür, dass du so zweideutig denkst. Ich kann nicht dafür, dass du so zweideutig redest. Ich kann auch nichts dafür, das ist meine Erziehung. Ach. Ja, ich hatte eine Erziehung, man glaubt es kaum. Das gibt's in der Schweiz auch? Und was kostet die in der Regel? Deine Seele. Wo bin ich denn hier? Ich bin hier falsch. Hier bin ich. Oh! Alter, mein Haus sieht echt dreckig aus im Gegensatz. Was hier abgeht, Alter. Echt jetzt? Zeig mal. Ich hab nur so ein kleines Häuschen hier unten. Ja, sie hat sich ein Holzzelt gebaut im Prinzip. Ein Holzzelt, okay. Darf ich da reingehen? Nee, brauchst Eintrittsgenehmigung. Musst du in der Schweiz beantragen. Oha, okay. Geil. Hey, es ist alles da, was man braucht. Lass es ist nicht, es ist nicht viel, aber es ist unseres. Es ist meins. Genau. Und was ist das hier oben? Deine Mutter. Meine Mutter? Oha. Also vom Gewicht her könnte es passen, oder? Boah. Alter, oh mein Gott, er baut wieder die krankesten Sachen hin. Alles klar. Hey, das ist eine ganz kleine Kackbude. Das ist eine kleine Kackbude, ja, ist gut. Aber nice, geil. Gefällt Pui, mir. Pui, willst du Ärger? Ha? Äff mich nicht nach, du Schweizer Stück. Oha. Du Schweizer Käse. Schweizer Schwück. Dominik? Was denn? Halt's Maul, du Schlitztiger.
Was denn? Was sind das denn dafür Ausdrücke? Da lerne ich Sachen, die ich nicht lernen sollte. Ja, das ist richtig. Warte mal. Nein. Was kann ich mit den Blümchen machen? Die kannst du im Crafting reinmachen, dann kannst du da Farbstoff bekommen. Da kannst du dann Wolle von Schafen färben. Gelber Farbstoff. Ah, ich sehe. Oder Lederrüstung kannst du dann auch gelb machen, zum Beispiel. Der Moment, wenn etwas auf Schweizerdeutsch geschrieben ist und ich mir überlegen muss, was es ist, weil es nicht mein Dialekt ist. Digga, alles klar. Ich glaube, es ist ein Haken. Gibt es einen Haken hier? Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Hakenkreuz ist nicht gut. Eine Druckplatte? Was kann ich da? Die kannst du hinter einer Tür machen, dann geht die Tür von selber zu. Musst du nicht zumachen. Okay. Eine Falltür? Eine Holztür? Was? Schlag mich nicht so blöd an von der Seite. Hä? Ich hab dich gesehen, du bist im Loch unten. Das hättest du gemerkt. Runter. Tschüss. Was? Er ist im Loch unten. Okay. Geh wieder runter. Achso, du bist die Königin der Schweiz. Ich muss ja gehorchen. Ja, okay. Jawohl. Digga. Ich wollte eigentlich eine Spitzhacke machen. Was machen wir? Ich kann die bessere machen. Oh. Ah, die Schweiz ist außerhalb der EU. Um Pui im Zelt zu besuchen, brauchst du einen Reisepass. Lol. Stimmt, die Schweiz ist ja gar nicht in der EU. Ja, aber gut, wir sind ja nicht in der Schweiz, wir sind in Schweizland. Ah, stimmt, ja, da geht's. Das muss man klar unterscheiden, natürlich, ne? Sowas muss man. Was braucht man schon wieder für einen Kübel? Das muss man. Eimer. Offen kommunizieren. Ja, Kübel kannst du sagen, das gibt's ja auch. Ah, gibt es auch, okay. Na klar. Drei Eisenbarren. Oh, okay. Da bin ich noch weit entfernt. Ja, bist du. Oh. Ich höre mich wie so der Bewohner an. So, sollen wir mal schlafen? Kacken. Kacken. Ich bin gerade ein bisschen von meinem Bett entfernt, ja. Aber okay. Ich komme gleich, ich muss hier noch. Aha, bist du auch an deinem Loch, hast noch zu tun, deswegen kommst du erst gleich, ne? Ich komme gleich. Oh. Uwu? 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 Ja, bitte. Honey, komm mal schnell hier. Jetzt, aber damit müssen wir jetzt aufhören hier, ja? Okay. Ja, stimmt, wir sind in der Schweiz, nicht in Japan. Genau, das dürfen wir nicht. Wir haben ja eigene Gesetze, ne? Ja. Schlaft ihr jetzt? Ah ja. Ja, Nacht wird ja. Durig schlafen. Ha, gut, zack, im Hintermund, ich würde alle durig schlafen da. Weil ich halt auch wieder los. Unter Süd, unter. Hm? Kennst du Kaya Jana? Natürlich, Alter, wer kennt Kaya Jana nicht? Das ist ja Bildungslücke. Wer den nicht kennt, der soll sich begraben gehen. Der ist jetzt Schweizer. Echt? Der hat in der Schweiz ein Haus, eine Frau und zwei Kinder. Aber nur in der Schweiz. In der Schweiz, in Zürich. Na, weil du sagst, er hat in der Schweiz ein Haus und eine Frau und zwei Kinder, aber halt nur in der Schweiz, weißt du? Also, ja, in Deutschland hat er wahrscheinlich. In Deutschland hat er keine Frau und keine Kinder. Wenn er keinen Bock hat, geht er einfach nach Deutschland. Ja. Hat jemand von euch Knochen? Außer im Körper jetzt? Nee, tatsächlich nee. Nicht. Nee. Klasse. Auf euch ist echt kein Verlass. Ich bräuchte mal Kohle. Dann musst du in eine Höhle gehen. Ja, ach was. Sherlock. Ja, frag doch nicht so dumm, du Bastard. Meine Katze will ins Zimmer. Hallo, Katze. Ach was, Sherlock. Ja, wer fragt denn so blöde? Sorry, mein Tourette sitzt ein manchmal. Du Arschloch. Ich bin sehr konzentriert. Ach so, kann man in jedem Ant eine andere Existenz aufbauen. Ja, natürlich, hä? Oh, ich hab Eisen.
Ach, auch mal! Mensch! Was? Ich hab hier noch Stein. Ich und mein Stein. Steini, Steini, Stein. Ihr braucht dringend Kev, der hat immer alles. Ja, ohne Witz. Stimmt, der muss hier mitmachen, der hat eh immer alles. Der hätte jetzt auch schon eine Netherit-Rüstung, eine komplette. Wahrscheinlich hätte er schon Full Dia oder so. Ja. Komplett verzaubert mit Feuer-Dings und weiß der Geier. Ja, ich kenn mich das gute, Spiel nicht das aus. Gute alte Feuer-Dings und weiß der Geier. Ey, wenn mit das Feuer, nicht wäre. Mit Feuerschutz und was weiß ich und Rüstung, keine Ahnung. Mit Feuerschutz und Rüstung verzaubert, ja. Also ich tue meine Dia-Rüstung auch immer mit Rüstung verzaubern. Was ist Metallurgie? Ja, Eisenbahn, Alter. Ich mach das mit einer Eisenspitzhacke. Das Glas. Oh, meinst du, du wärst was Besseres oder was? Mhm. Ja, das ist ja bei dir normal, dass du das glaubst. It's viel easy im Blut. Wie spricht man das aus? Sag das mal richtig. It's viel easy im Blut. Gut, zack. Geil. Das kann ja kein Mensch anhören, du. Ich kann auf der Saude vor. Krieg ja einen Vogel, du. Gut, zack, Zement nochmal. Du wolltest Schweizerdeutsch lernen. Wegen mir, das ist Schwäbisch. Ah. So. Gut, zack, jetzt hat's meine Axt verrissen. Heimatzocke. Da könnt ihr auch auf der Saude vor. Könnt ihr noch gerade auf der Saude vor. Ich krieg so einen Knall. Ich sag da. Wasch, jetzt habe ich da mein Haus nachgeschnitzelt und jetzt habe ich zwei Eisen gefunden. Zwei Eisen gefunden. Mei, jetzt. Da könnt ihr auf der Sau davor, du Triebel, du Bläder. Ah, das ist ja ein O-Ding. Das ist ja oh, machbar. Oh. Meine Katze weiß nicht, ob sie ins Zimmer rein will oder raus. Naja, bei 8 Quadratmetern. Verständlich, dass die da vielleicht keinen Bock drauf hat. Oh, ich hab was gefunden. Was ist das? Oh, Kohle. Oh, Kohle? Also nicht Geld, sondern... Also nicht Kohle? Was ist das? Oh, Kohle! Ja, die Schweizerin mal wieder. Die hat wieder genau das... Also Spiel durchgespielt eigentlich, ne? Ja. Sie hat das gefunden, was sie braucht und das war's. Mehr brauchen Schweizer nicht. Was sind denn so Schweizer Vorurteile? Kennst du da was? Was betrifft dich denn so im Leben immer? Oder was? Ich war schnell weg vom Haus. Oh mein Gott. Sie sagen, wir hätten keinen Humor. Das stimmt. Dafür Geld. Geld? Ich hab... Hazel Brocker hat das gesagt. Ja, das stimmt. Das hat sie gesagt. Was ist da oben gerade explodiert? Und ein Creeper, alles gut. Ich steh in mein Haus. Stimmt, das hat sie gesagt, genau. Die Schweizer haben keinen Humor, aber das ist egal, dafür haben wir Geld. Genau. Alter. Oh mein Gott. Ja, genau. Wir seien unfreundlich und arrogant. Das kann ich bestätigen. Habe ich jetzt mit dir heute gemerkt. Ja, ich bin extrem arrogant, ich habe keinen Humor. Nein. Ich bin eine richtige Bitch. Das ist richtig, aber das ist ja auch was Geiles irgendwo, ne? Ja. Also kommt natürlich auch drauf an, was für eine Bitch, ne? Also jetzt so eine blöde Bitch ist halt blöd, aber die Art Bitch, die du bist, ist natürlich schon geil, ne? Nein, mein Hand ist kaputt gegangen. Oh, nee. Ach, das ist jetzt schon doof. Aber ich habe noch eine Holzige dabei. Eine Holzige? Eine Holzige. Oh, mein. Eine Holzige. Eine Holzige. Eine Hohlziege. Ja. Eine hohle Ziege, hä, was? Also du, wir haben gerade über dich geredet. Du hohle Ziege. Wildschwein, du. Nicht. Ich? Hä? Ich bin kein Wildschwein. Ich bin ein fetter Hurensohn. Grüße Alter. Gehen raus an meiner Mutter. Du Fotze, du Elendige. Oh, warte mal, wenn das so ein helles Gestein ist, ist das das, was zusammenbricht? Kies, meinst du jetzt? Ja. Ich hab das vielleicht mal 2-3 Stunden gespielt und mein Kumpel hat mich da... Genau, Kies, das hat Schwerkraft und Sand auch. Oh,
Genau. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das finde ich hat gut. Mein Kumpel hat immer gesagt, Bui, wenn du zu Kies kommst, pass auf, dass dir nichts auf den Kopf fällt. Ja, das ist richtig. Weil da kannst du dich drunter, drunter veräschern. Könnte böse enden. Könnte wie Möse enden. Möse? Hm? Was? Das erinnert mich an was? Die ominöse Möse. Die ominöse Möse? Die ja, Omi. Ich denke jetzt an die Omi-Möse. Ja, das ist mein Spitzname von einem anderen Server. Omi. Nein, ist nicht, oder? Doch. Omi-Möse. Wie geil. Nee, ominöse Möse. Ach so, ich habe gedacht Omi-Möse. Weil nee, du eine Omi-Möse hast, vielleicht. Nee. Ein Kumpel hat mit mir It Takes Two gespielt und... Oh. Ja, Schatz, It Takes Two, ha? Geiles Spiel, ne? Mhm. So, ja, was? Nice. Und er hat das mit einer Freundin von ihm gespielt, mit der er auch DayZ gespielt hat. Und die waren halt nur so befreundet. Aber die war dann voll auf... mit wem spielst du das? Das ist unser Spiel und so. Und wir so, was will die jetzt? Ne? Ja, das würde aber meine Freundin jetzt auch sagen, wenn ich jetzt... Ey, die hat richtig Terror gemacht. Wenn ich jetzt mit dir It Takes Two aufnehmen würde, ich glaube, das wäre ein Problem für sie. Ich glaube schon, jetzt ohne Witz. Ja, eben für sie war das auch ein extremes Problem, aber sie war ja nicht mal die Freundin von ihm, ne? Also das ach so! Ach so. Ja. Ach, andersrum dann auch noch. Ja, ja, oh, ja. Oh, fuck. Wirpies. Ich bin bei großer Höhe. Ich bin bei Bauarbeiten vom Dach gestürzt gerade. Oha. Bist du gestorben? Hä? Bist du gestorben? Nee, das stand zum Spaß im Chat. Ja, ich weiß ja nicht, ob du gestorben bist oder ob du einfach runtergefallen bist, aber überlebt hast. Weißt du, was ich meine? Dann kommt... Nein. Eine Meldung kommt nur bei Tod. Ah, okay. So wie Pui wurde in die Luft gesprengt. Oder? Genau. Hä, es ist kein Kies, es fällt nicht runter. Was ist es dann? Ah, wo bist denn du? Im Loch. Diorit? Das ist Diorit, genau. Ah, das ist geil. Da kannst du jetzt 4 Stück in deinem Crafting zusammen machen, dann kommt das raus. Polierter Diorit. Okay. Ja. Und dasselbe gibt's auch mit Granit und Diorit. Granit-Chaka kenne ich. Hä? Was aber cool wäre zum Beispiel, was ich immer sehr abfeiere, wenn du kein Strip-Mining begibst, also dich nicht in Strip-Mining begibst, so wie das jetzt hier, sondern du halt Höhlen suchst, weil das ist halt seit dem neuen Update übel krass, wegen diesen riesen Höhlen und so. Ja, so. Das macht natürlich dann Sinn, weißt du? Und weil das ist jetzt mein Weinkeller. Genau. Du kannst dir ja auch ein unterirdisches Haus bauen. Und das schön eine auskleiden. Ja, zum Beispiel eine Hobbit-Hole. Nee, ich hab einen Plan, dass ich. Oh je, einen Plan. Schweizer und Pläne. Ja. Mhm. Ey, wir können Pläne. Ja, ich sehe es an eurer Städteplanung. Super toll. Ha, warst du schon mal mit dem Auto in Zürich, dem Fall? Okay. Was? Das ist die schlimmste Stadt zum Fahren. Ist auch. Also, du kannst den Zusatz mit dem Fahren auch weglassen. Du warst einfach. Dort. Es ist die schlimmste Stadt. Oder was? Nee, ich war noch nicht in Zürich tatsächlich. Das ist aber schade, weil es ist eine wunderschöne Stadt mit Altbauten und alten Menschen. Nein. Sollen wir mal schlafen? Ja. Schupe. Ab ins Bett. Ins Bett? Hallo. In deinem Bezug soll ein neuer Kindi gebaut werden hinter den Bossabblöcken. Oha, cool, okay. Oh, der Mond ist rot.